sind deutlich besser hier momentan. Ich habe ein neues Wie viele Forscher habe ich denn? 80 hätte ich als Kapazität. Okay, wunderbar. 50 Forscher, wunderbar. Das heißt, wir können jetzt auch diese Teile bauen. Dafür brauchen wir aber erstmal unser U-Boot. Das hier immer noch rumsteht. 4 Minuten haben wir noch. Kann ich denn schon mal was... habe ich denn hier? Nein, kann ich noch nicht. Okay. Aber die Ecos, die kann ich aufsteigen lassen momentan. Die können auch wieder ausgebaut werden hier. Und zwar brauche ich die Werkzeugproduktion. Demografische Veränderungen. Unbedingt. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. So. Und jetzt mal langsam. Ganz ruhig bleiben hier. So, brauche ich jetzt erstmal das Teil. Dann hier baue ich, glaube ich, noch einen Marktplatz hin, sodass das schneller abgeholt wird, das Zeug. Einen ausgebauten Marktplatz natürlich, dass das noch schneller abgeholt wird. Dann habe ich hier eine Eisenschmelze, die ich brauche. Kann ich die so bauen? Dann habe ich hinten noch Platz eventuell. Für das Zeug. Jetzt habe ich natürlich keine Baustoffe mehr. Weil da kann ich schon mal das Werkzeug hier... Ups, Entschuldigung. Das Werkzeug hier selber produzieren. Da bin ich mehr auf andere angewiesen. Brauche ich jetzt nur kurz die 2 Tonnen Bauzoll mehr. So. Dann habe ich das mal. Aber ich brauche noch einen Kohlebagger. Okay, das wird jetzt ja ausgefüllt. Das ist jetzt mal egal. Der Platz hier, den kann ich eh nicht nutzen momentan. So. Schaut zwar jetzt ein bisschen bescheuert aus hier, das Ganze, aber ist ja egal. Ich hätte auch, glaube ich, ist es besser, wenn ich das Zeug hier drüben hin verlege mal. Brauche ich überhaupt so viele? Momentan brauche ich die noch gar nicht. Dann reiße ich die mal wieder ab und verlege das Zeug hier lieber. Ich weiß, es muss hier aber effektiv zugehen. Sekunde, wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten, okay. Nicht, dass ich das vergesse. Ja, jetzt muss erstmal Werkzeug reinkommen hier. Eine Tonne Werkzeug haben wir noch. Was brauche ich denn dafür noch? Da brauche ich auch Werkzeug für. Okay, ich brauche also mehr Werkzeug. Unbedingt. So, jetzt hat... Ach, jetzt kann ich mir auf einmal Trimarane kaufen. Ich denke, ich weiß, warum sie gekommen sind. 19, 18, 17, 16, 15. So knapp wie möglich, versteht sich. 10, 9, bei 5 mache ich mal hier Cut und so. Ihr Beitrag bringt Ethik. Quest Nummer 1 erfüllt. Und jetzt können wir auch rein theoretisch. Ich schau mal kurz, kann ich das hier denn kaufen bei ihm? Nein, leider nicht. Ach, der kauft funktionelles Essen. Er verkauft es aber nicht. Das ist doof, weil ich eigentlich jetzt dann funktionelles Essen bräuchte. Und dafür wahrscheinlich erstmal eine Siedlung gründen muss. Das heißt, ich hole mir jetzt hier von Thorn. Nein, nicht mit dem Schiff. Mit dem U-Boot. Von Thorn erstmal Baumaterialien für eine Unterwassersiedlung. Weil ich die brauche. Moment, dann haben wir ja erstmal Ruhe von. Also für die nächsten paar Minuten. Hier hole ich mir Baumaterialien für die Unterwassersiedlung und die gründe ich hier gleich. Und zwar hier. Tauchen. Und. Bam. So, du darfst wieder auftauchen und zurückfahren. Und dann geht's hier los. Ja, jetzt kommt das. Das könnte jetzt knapp werden. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng, das wird eng. U-Boot, du fährst mal zu Devi und holst dir Baustoffe. Das wird eng, das wird eng. Hier kann ich momentan nicht mehr bauen, scheiße. Ich brauche Baustoffe. Aber ich kann ja von hier liefern, oder? Das wird eng. 20 Minuten haben wir dafür. Achtung, Produktionsstillstand. Das wird verdammt eng. Ich sage ja, ich hasse diese Mission. Und ich bin mir echt noch nicht sicher, ob ich sie trotz dem, dass ich weiß, was passiert, schaffen werde. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnt ihr schon mal bauen? Registriere Energieknappheit. Energieknappheit ist nicht gut. Puh, das wird lustig. Das wird so lustig. Also natürlich nicht, das ist klar. Das ist ja auch nicht unbedingt ernst gemeint jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Das kommt gleich weg. Da muss später das Ding noch hin. Oh yeah. Eins. Nein, verdammt. Wollte ich nicht. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich weiß, dass es nicht effektiv gebaut ist. Ist mir aber egal. Es muss funktionieren. Das ist alles, was zählt. Nichts anfassen. Hier ist alles steril. Carbon nehme ich auch gleich mal mit. Das brauche ich sowieso. Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit ruft. Das könnte jetzt tatsächlich sehr knapp werden. Oh yeah, das wird lustig. Aber ich baue derweil noch, ich lasse das mal langsam laufen und baue derweil hier weiter. Weil ich ja so oder so das brauche hier. Und zwar erstmal mit ein paar Techs. Na toll. So. Sollte denen mal wieder ein bisschen Luft verpassen. Hier müsste irgendwann bald mal das Zeug ankommen. Oh. Ich bin ja ein Idiot. Also, dass ich ein Idiot bin, weiß ich natürlich. Das wird lustig, das wird lustig. Das wird verdammt lustig. Ich hasse die Mission jetzt schon. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich die Mission absolut im Vorfeld schon nicht mag. Und ich glaube auch, dass wir die... Ich bin noch echt noch am Zweifeln, ob wir die überhaupt schaffen. Tatsächlich. 2, 3, 4, 5, 6. So, die Produktion müsste jetzt laufen. Müsste, wie gesagt. Baumöglichkeiten erweitert. Okay, neue Baumöglichkeiten. Ja, wunderbar. Bringt mir jetzt unbedingt nichts. Nichts Direktes zumindest. Das kann ich immer beaufsteigen lassen noch. Weil ich noch ein paar Tonnen Werkzeug übrig habe. Okay, hier läuft's einigermaßen. Die Bilanz ist im Minus, das ist nicht gut. Itakun-Angestellten sind hier auf Gelb. Die müssen jetzt gleich mal einziehen. Auf Grün, die müssen gleich mal einziehen. Die können jetzt momentan mal auf... Ja, die können eigentlich so bleiben, das passt schon. Die werfen eh nicht sonderlich viel Geld ab hier. Eigentlich kann ich das U-Boot mal gleich oben lassen, weil ich hier sowieso die Dinger hier abliefer. Das wird lustig mit dieser Mission. Weil auch nichts ankommt hier irgendwie von Funktionsessen. Jetzt hat kommt was an. 20 Tonnen brauchen wir. Das könnte man noch schaffen. Es wird aber knapp. Ich habe es ja gesagt, es wird verdammt knapp bei manchen Quests werden. Also nicht wundern. Es kann auch passieren, dass wir die ein oder andere verkacken. Ich speichere jetzt hier mal kurz. Spiel gespeichert. Das wird lustig. Das wird lustig. 3, 4. Ich darf auch nicht zu viel Geld verschwenden. Deswegen baue ich hier auch nur einfache Straßen. Denn sonst kann es uns passieren. Das habe ich gerade hier abgerissen. Warum habe ich das überhaupt abgerissen? Ich weiß es nicht. Sonst kann es uns passieren, dass wir pleite gehen. Und da haben wir natürlich ein ganz großes Problem. Jetzt haben wir aber auch schon mal ein bisschen Luft, wenn wir diese Quest haben. Weil dann die nächsten zwei Quests nicht mehr so extrem werden. Wobei ich eine schon fast erfüllt habe davon. Das kann ich auch gleich mal noch machen, solange ich noch Geld habe. Hat denn hier einer Carbon? Zufällig? Du hast kein Carbon. Hätte mich auch gewundert. Du hast kein Carbon. Hast du 5 Tonnen Carbon? Eine Tonne. Na toll. Aber fast. Das wird noch knapp hier. Oh je. Hier, das wollte ich ja noch verlegen, glaube ich. Sekunde, kurz mal vorspulen, weil ich momentan eh nichts anderes machen kann. Weg mit dir. Wir haben doch teilweise Baukostenrückerstattung hier, oder? Bin ich jetzt hier am Holzweg? Ich habe zumindest gerade Baukosten zurückbekommen. Also kann es sein, dass wir tatsächlich teilweise eine Baukostenrückerstattung haben. Das wäre natürlich super. Das wäre ganz klasse. Das wäre super klasse. So, jetzt kann ich hier zumindest die Siedlung besser nutzen. Hier seht ihr ja. Und wenn ich dann mehr... Getränke brauchen sollte, kann ich hier hin noch erweitern in die Richtung. Erstmal muss ich jetzt schon, wie viel haben wir denn Tonnen? 7.
20 brauchen wir. Das könnte funktionieren. Das bauen wir mal aus, dass das schnell abgeholt wird. 10 Tonnen haben wir schon. Das liefere ich mal hier mit. Das nehme ich gleich mal mit, das Carbon. Obwohl, das brauche ich eigentlich mehr hier auf dieser Insel, oder? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich es mehr auf die anderen Insel. So, jetzt müssen wir das abwarten. Da hat sie uns wieder Werkzeug verkauft. Wunderbar. Kann ich gleich noch mehr hier Techs bauen. Also ein paar mehr. 3 Stück. Also, ne, es sind schon ein paar mehr geworden als 3 Häuser. So. Hier muss ich dann gleich freilassen, weil ich da ein Forschungslabor hin... Obwohl, das kann ich auch... Ach, sehen wir dann, wo wir das hinbauen. Ich weiß es noch nicht, tatsächlich. Irgendwo muss es hin. Weil die aufsteigen auch müssen, leider. Gebäudeauswahl vergrößert. So, wunderbar. Gebäudeauswahl ist vergrößert. Vergrößert. So, 2 Tonnen. Na toll. Es wird langsam mehr. Ich hau mir das jetzt gleich mal zusammen. Gebäudeauswahl vergrößert. 20 Tonnen. 16 haben wir. Das wird verdammt knapp. Das ist aber schon klar, oder? 18 Tonnen kommen. 2 Tonnen noch. 5 Minuten haben wir noch, also nicht mal mehr. So. Zugriff auf Finanzen. Investmentparameter günstig. Empfehle Anteil. Wir haben aber hier keine, der unsere Ding abkaufen könnte, oder? 20 Tonnen funktionales Essen haben wir. Okay, gut. Gut, gut. Die Quest haben wir also. Ich speichere mal nochmal. Da hat auch einer eine Quest für uns. Würden Sie uns freundlicherweise hierbei helfen? 5 Tonnen Bauzeug und 3 Tonnen Werkzeug können wir machen. Welches Schiff? Hier unten. Ja, das brennt auch. Das sollten wir vielleicht eventuell löschen. Wäre eine gute Idee. So. Jetzt nutze ich mal noch ein paar von den Teilen hier. Es gibt nichts, was Sie sehen. Das wird noch lustig mit dieser Mission. Das sage ich euch gleich. Wie viel haben wir denn noch? 2 Minuten 25. Okay. Wie viel hat der inzwischen im Angebot? 5 Tonnen. Da können wir da auch gleich vorbeifahren und das Carbon holen. Dann haben wir nämlich die nächsten 2 Quests schon erfüllt, weil eine brauchen wir nichts liefern. Eigentlich die nächsten 3 sogar schon. Aber dann brauchen wir was. Dann müssen wir schon mal vorsorgen. Dann müssen wir vorsorgen. Ich brauche jetzt nämlich, ich muss einen hier stilllegen, weil ich Eisen brauche. Und dann später brauche ich noch Öl. Haben Sie wirklich meine Bitte erhört? Wow. Kann ich hier denn zufällig schon, wie viel haben wir denn noch Zeit? 1 Minute 46. Kann ich hier zufällig schon Öl abbauen? Ja, kann ich. Aber brauche ich erst Rohstoffe für, okay. Dann hole ich mein Schiff zurück. Das holt sich jetzt gleich mal Rohstoffe. Dass ich da oben gleich mit Öl anfangen kann, aus einem ganz bestimmten Grund natürlich. Der wird sich dann gleich ergeben. Ich glaube, ich gründe auch mal hier ein neues Industriegebiet, oder? Ich glaube, ich gehe mal hier oben hin, oder? Nehme mal lieber hier rüber. Da sind aber keine Minen, das ist doof. Ich brauche eigentlich Minen. Aber habe ich ja sowieso nicht in der Umgebung, das ist natürlich super klasse. Ich glaube, hier gründe ich mal ein neues Industriegebiet. Indem ich das schon mal baue. Und eine Kerosinfabrik. Was ich mir natürlich nicht leisten kann, wegen fehlendem Carbon. So, hier haben wir noch 20 Sekunden. Du tauchst schon mal unter. Es ist bestimmt kein Zufall, dass Sie hier sind. Nein, ist es auch nicht. Oh ja, das wird lustig. So, abschließen. Eines Tages werden Sie erkennen, wie bedeutend Ihr Beitrag. Auftauchen. So. Du fährst jetzt hier rüber. Jetzt wird auch bald die nächste Quest schon eintrudeln. Glaube ich mal. Sekunde. Dann habe ich Zeit. Das wird tatsächlich sehr lustig. Sie können jederzeit mehr sehen. So, damit haben wir schon mal eine Quest weiter erfüllt, die wir noch brauchen. Ich setze jetzt hier auch mal Carbon auf den Einkauf, weil ich das so oder so brauchen werde. Und hier können wieder ein paar aufsteigen. So. Jetzt. Das kommt wieder rüber. Du brauchst gar nicht produzieren momentan eigentlich. Jetzt nehme ich mal kurz ein paar Rohstoffe mit. Und hau mir das hier oben rauf, dass ich gleich Öl bauen kann. Und die Route muss ich auch einstellen. Zwischen den beiden hier. Den Neptun werden so.
Und dann auch das Öl, das später noch kommen wird.